Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Wie ich sehe, befinde ich mich in der Siegesstraße. Ich kann jetzt gerade nicht einordnen, ob ich am Anfang oder am Ende bin. Aber Caleb müsste schon ein bisschen was in der Siegesstraße gemacht haben und Markus sowieso. Und daher würde ich sagen, ich bin mehr oder weniger in der Mitte. In der Siegesstraße gibt es wie immer noch einmal starke Trainer, gegen die wir nochmal uns für die Liga rüsten können, rüsten müssen, denn wir sind ja noch nicht so stark, aber wir haben 5 Pokémon. Alles klar, Rizeros kann jetzt Erdbeben. Steinnagel wurde schon oft benutzt. Okay, ich hoffe es trifft. Vorübergehend sind überall Münzen verstreut, das ist gut. Denn dann kriegen wir mehr Preisgeld. Steinhagel sollte reichen, um es Nobilität zu besiegen. Jup, so ist es. Dann gucke ich mir gleich mal die anderen Level an, weil, ja, muss es sowieso wechseln. Wir brauchen... Das schaut so aus, als müssten wir nochmal trainieren, bevor wir zur Liga gehen. Das packt mal so nicht. Das wird ganz eng. Ich habe nichts gegen Spannung, aber... Das ist ja beinahe. Oder? Oder verwechsel ich das gerade mit dem zweiten Durchgang der Liga? Nee. Oh Gott, Moment mal. Habe ich gerade ein Wasser-Pokémon gegen Entoron eingesetzt und setze auch noch eine Wasserattacke ein? Das war hoffentlich der einzige Aussetzer in diesem Part, weil das war schon äußerst daneben. Natürlich brauche ich Buhu. Ja, also wenn wir so kämpfen wie ich gerade, dann wird es nix. Gigasauger. Er hat mir gerade Leben abgezogen mit einer Psychoattacke, die selbstverständlich sehr effektiv ist. Die Leben möchte ich gerne wieder haben, größtenteils, bitte. Gigasauger, kriege ich sie auch wieder. Alle. Nice. Habe ich mich gerade noch so aus der Scheiße gefischt. Ja, da müssen wir überlegen. Wir wissen sowieso noch nicht ganz, wie wir die Liga jetzt halt letztendlich machen. Jeder für sich wäre cool, aber dann... Ja, irgendwie auch nicht. Versteht ihr? Dann hole ich mal einen Stony vor. Der braucht vor allem noch die Level. Aber das ist halt auch unser Pokémon, das so neutral bleiben soll gegen... Gegen ja eigentlich alles. Pantimos setzt er ein. Auch auf Level 48. Nee, das wird zu knapp, das sehe ich schon. Wenn schon die Trainer hier in der Liga unser Niveau haben, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Training. Ich überlege mir vielleicht, ob ich, wenn ich meinen Part beende, noch ein kleines Sondertraining mache, weil die anderen, die denken ja nicht dran. Gut, Caleb vielleicht, der wird da bestimmt auch schon Schiss haben. Vielleicht hat er schon in einem seiner Parts gesagt, dass er Schiss hat. Wenn nicht, wird er es spätestens tun, wenn er die Level der Trainer sieht. Man muss ja bedenken, dass in der Liga dann nochmal 10 höher sind. Oder 5 höher und sich das dann noch von Top 4 zu Top 4 hocharbeitet und es dann noch einen Champ gibt. Ich glaube, der Champ hat Level 60 bis 65 oder so. Und dann sind wir natürlich ganz schnell weg vom Fenster, also... Könnte man nichts dazu sagen, nur... Hagelsturm, das brauchen wir natürlich jetzt nochmal kurz vom Finale, absolut. Das ist ja nicht mal das Finale, wir machen ja beide Runden der Pokémon-Liga durch. Und wenn man die Liga geschafft hat, kommen ja... Ja, ich spoiler nicht, dann kommt noch einiges. Ist ja vielleicht echt nicht schlecht, wenn ich die Pokémon hier, die jetzt hier rumlaufen, auch noch ownen würde, weil sind halt auch wertvolle EP, die wir brauchen. Und man sieht, dass Relaxo wirklich Nachholbedarf hat und eben auch noch Probleme, weil Kampf natürlich sehr effektiv ist, aber ich dachte, der packt es. Hat aber nicht gepackt. Für ein neutrales Pokémon ist er dann halt doch noch ein bisschen schwach, ne? Nee, also da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Wir brauchen auf jeden Fall ein Sondertraining. Ganz klar. Die wilden Pokémon sind ja schon auf unserem Level. Es wird nochmal richtig angezogen hier vor der Liga. In der Liga auch. Das wäre absoluter Wahnsinn, wenn wir so reingehen. Mann. Aber der Part an sich ist mir jetzt zu kostbar. Ich kämpfe da jetzt nicht gegen die wilden Pokémon. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich den Part beende, nochmal ein kleines Sondertraining machen, das die Level so ein bisschen anheben wird, sodass wir überhaupt noch eine Chance haben, hier zu bestehen. Ich sehe auch schon an den AP, die im Team verbraucht wurden, dass Markus wahrscheinlich
arger Bedrängnis war. Ja, jetzt wird es halt auch langsam schwer. Jetzt kommen viele starke Pokémon, die verschiedene Typen haben und dann noch das Level des Problems, ne? Geht gar nicht. Jetzt ist halt auch Galkan wieder gefragt, aber auch der wird natürlich in der Liga nicht bestehen können auf dem Level. Für den Anfang brauchen wir auf jeden Fall Gengar. Ich spoilere jetzt noch nicht, welche Pokémon-Typen auf uns zukommen, aber für den Anfang braucht man Gengar. Dann brauchen wir Psycho, theoretisch. Also nochmal Gengar. Flug wäre auch gut. Dann, ja, dann kommt schon das erste Problem. Wobei dann auch wieder Psycho. Wow, Gengar. Gengar ist wertvoll. Der kommt dann noch? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr weiter. Und ich habe nicht aufgepasst, welches Pokémon jetzt kommt. Fuck. Aber ich glaube, irgendwas Gesteinsmäßiges habe ich noch im Kopf. Nee, nicht ganz. Oh nee, das ist ja sogar jetzt ein Typ Nachteil. Mann, habe ich Pech. Relaxo, du musst es schaffen. Mit Stärke. Wäre schneller, aber das ist nicht so stark. Reicht das aus? Nein. Schnell ein hinterher Surfer. Oh, ein Hypertrank. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Spannung für euch natürlich notwendig ist. Aber erinnert euch an Pokémon White. Da war es auch knapp. Und ich habe mich das so hinreißen lassen, trotzdem in die Liga zu gehen, und wir haben verkackt. Wir haben es sowieso schon mit Mühe und Not zu Jesus geschafft. Und aus solchen Fehlern sollte man lernen. Ich werde nicht so viele Level machen, dass es lame wird. Aber ich werde so viele Level machen, dass wir zumindest eine Chance haben und dass es trotzdem spannend bleibt. So viel kann ich versprechen. Dumm bin ich auch nicht. Wenn wir die alle one-hitten, dann schaut keiner mehr zu und dann macht es auch uns jetzt bei Herren keinen Spaß mehr, ist klar. Austos, da muss ich wieder wechseln. Wuhu. Ja, also ich glaube wirklich, dass Wuhu unser Zentralpunkt in der Liga sein wird. Und vielleicht auch das Legi, also Zapdos, der jetzt ja scheinbar in Benny umbenannt wurde. Okay. Hieß ja vorher Arschloch. Auch mal ganz interessant zu wissen, dass der umbenannt wurde. Ja, Caleb hat da ja einen Ausraster bei dem Fang, ganz klar. Kann ich auch verstehen. Jetzt kommt Arcani. Ich vertraue jetzt einfach mal auf Garados, dass er das schafft. Auch wenn das jetzt ein bisschen arg zuversichtlich ist. Klar, eine Feuerattacke steckt da noch weg. Ja, wobei, selbst sie vielleicht nicht. Aber wenn der mir jetzt irgendwie mit Tempo-Hieb oder so... Ne, Turbo-Tempo heißt, oder? Wie heißt die Attacke? Keine Ahnung. Doch, Turbo-Tempo, glaube ich, heißt sie. Kommt, dann wäre es schon arg gewesen. Aber Gott sei Dank reicht der Server, um Arcani auszuschalten. Ist ja das stärkste nicht-legendäre Feuer-Pokémon, mal so am Rande. Also Arcani ist schon... sehr gut. Sehr gutes Pokémon. Top-Beleber, ja. Werden wir wahrscheinlich benötigen. Diesen Stärkestein müssen wir auch irgendwo hinschleppen. Wo war denn das? Ich glaube, das war da oben. Ah, leg mir am Arsch, ey. Scheiß Golbat. Langweils. Bam, 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 bam. Und Turbo! Yay! Wir haben jetzt endlich Skill. Vorsicht. Nicht übertreiben. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen, sonst kann ich alles nochmal neu schleppen. Ah, lass mich in Ruhe. Nächste Assi kommt. Was? Das finde ich immer lame. Wenn man versucht zu flüchten und dann steht, ja, es geht nicht, das ist sowieso schon lame an sich. Aber dann noch, dass der Gegner angreifen darf und ich selbst nicht, das ist ja wohl mal scheiße. Oder? Boah, lass ihn in Ruhe! Verpiss dich, Honk. What the fuck? Okay. Jetzt muss ich bei einem wilden Pokémon wechseln. Na, ihr seht es selbst, Leute. Es ist notwendig, dass wir ein paar Level holen. Ihr seht es selbst. Wer das nicht einsieht, der ist geistesgestört. Warum er wie ich? Warum macht der Horrible? Ich kann doch eh nicht fliehen. Gibt natürlich so Leute, die machen das gerne, mit so einer niedrigen Levelanzahl in die Liga zu gehen. Mit massig Belebern und Top
Top-Genesung und so, aber da sehe ich den Sinn nicht drin, wenn ich nach jeder Aktion eine Top-Genesung einsetze. Das zieht sich ohne Ende, ist langweilig anzuschauen. Ja, ist doch Bullshit. Die Liga zu schaffen ist an sich leicht. Die Frage ist nur, wie. Und da wir Let's Player eben auch die Aufgabe haben, das Ganze noch unterhaltsam zu gestalten, ist das natürlich... Ja, das geht gar nicht. Also... Natürlich werde ich da auch so einen kleinen Vorrat kaufen, für alle Fälle. Aber das soll nicht in jeder zweiten Runde eingesetzt werden. Und jetzt ist es erstmal Zeit für einen Hypertrank. Haben wir sowas überhaupt? Hallo? Da. Nur zwei? Goddammit. Also Relaxo kriegt einen. Ja, gut, LP Markus hat nicht so viele Gesamt-KP. Da können wir die Supertränke verbraten. Muss man ein bisschen sparen. Allzu reich sind wir ja auch nicht. Das kommt ja auch noch hinzu, ne? Wir haben so viel Geld für Pokebälle und Schutz und sowas ausgegeben. Wird hart. Was haben wir denn da? 88? Nee, 38 mal Hyperheiler. Okay, immerhin Statusveränderungen sind kein Problem mehr. Wir finden Hitzekoller, die Mega-Feuerattacke, die den Spezialangriff doppelt senkt, aber eben auch massive Power, zumindest am Anfang hat. Man sollte danach, wenn man es eingesetzt hat, das Pokémon austauschen oder der Kampf sollte zu Ende sein. Wenn man austauscht, neutralisieren sich wieder alle Werte. Ja, wir kamen hier raus. Ich glaube, ich setze jetzt doch mal einen Top-Schuss ein, damit wir hier zumindest im Part irgendwas machen können. Ach komm. Warum will der mich jetzt nicht fliehen lassen? Gut. Aber wenn ich eh nur flüchte, hat das keinen Sinn. Der Einzige, der gegen wilde Pokémon kämpft, ist ja Caleb. Es ist seine Art, Pokémon zu spielen. Für mich wäre das garantiert nichts, aber... Soll das so machen? Ich mach's anders. Wie es Markus macht, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube mal so, oder? Jedenfalls kommt die nächste Ass-Trainerin. Wieder mit 5 Pokémon. Die haben das so an sich, dass sie 5 Pokémon haben. Pipi ist jetzt... Eher eine Überraschung. Hätte ich jetzt mit einem schwächeren Gegner gerechnet. Quatsch, mit einem stärkeren. Immerhin schafft es jetzt auch mal Stony, den zu besiegen. Zu one-hitten ja sogar. Hummel. Hm? Was ist denn das für eine Ass-Trainerin? Boah, der große Augen. Der schaut mich ja an wie so ein Kitty, so ein Baby da. Nicht Kitty, Baby. Die Babys, die haben doch nur so gläserne große Augen. Kennt ihr das Bild da, wo so ein Baby ist und so eine Wodkaflasche in der Hand hält und dann die Augen so richtig richtige Felsen wurden? Das ist doch geil, oder? Wo habe ich einen Scheiß gedacht? Ich weiß jetzt schon wieder nicht, welches Pokémon kommt. Das ist doch nicht wahr. Ich weiß nur, dass ich wechseln wollte. Zu wem wechsle ich? Ja, Glurak machen wir mal. Das in meinem Alter. War das eine gute Entscheidung? Nee, das nicht. Aber ich hätte eh nichts... Ah, doch, war's sogar. Lol. Der kann eine Kampfattacke. Glurak kam schon so lange nicht mehr zum Einsatz. Ich weiß gar nicht mehr, was der für ein Moveset hat. Aber offensichtlich hat mich das Glück zum richtigen Pokémon gewiesen. Aber jetzt muss es mich wieder wegweisen. Jetzt setze ich mal statt Buu Zapdos ein. Also unseren Benny. Offensichtlich ist das dann doch Calebs drittes zweites Pokémon. Und wir haben nicht 5 Pokémon, sondern 6. Gut. Die Entscheidung Zapdos zu nehmen ist sowieso ganz nice. Arctos ist auch nicht schlecht. Lavados finde ich persönlich Quatsch. Oh Gott, Chanera. Das ist ein nerviges Pokémon. Da brauche ich auf jeden Fall wieder Galkan mit der Kampfattacke. Das muss weg. Das muss ganz schnell weg. Der kann sich wieder heilen. Und so ein Kampf mit einem Chanera kann sich ewig ziehen. Dann noch Doppeldieb und so ein Mist. Boah, ey. Irgendwann später kommt so ein Hightirer. Da habe ich früher immer EP gefarmt mit Glücksei und so. Da haben wir irgendwie... pro Kampf dann, pro Hightirer 8.000-9.000 bekommen, wenn das Pokémon noch getauscht wurde. Da habe ich EP gefarmt. Und was ich auch immer gemacht habe, ist, ich habe, wenn ich Mewtwo trainiert habe, der hatte Erdbeben drauf, dann bin ich zu diesem Pärchen da gegangen am Cup. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wo das ist. Es ist da, wo das Relaxo lag. Rechts von Orania City. Bei dieser Brücke, diese ewig lange Route. Keine Ahnung. Die wenigsten werden wissen, wovon ich spreche. Aber auf jeden Fall, San Pärchen.
mit Nidoking und Nidoqueen, wenn man oft genug gegen sie gekämpft hat. Und dann hat Mewtwo immer Erdbeben eingesetzt. Mein eigener Mitstreiter, das war irgendein Noob, wurde dabei besiegt. Und Erdbeben ist ja sehr effektiv auf Nidoking und Nidoqueen. Und dann habe ich die ganzen EP für mich alleine bekommen. Also Mewtwo für sich alleine. Und das war dann auch einiges. Halt immer wieder rumgelaufen und den... wie heißt das? Kampfahnder aufgeladen. Und das immer wieder gemacht. Ja, als Kind hat man die Zeit, ja. Heute würde das nicht mehr gehen, da findet man die Zeit nicht mehr. Mich überraschen die letzten Ass-Trainer, die sind vergleichsweise echt schwach. Warum das? Warum das? Ich weiß aber auch gar nicht, was jetzt hier ist. Ist hier etwa der Ausgang schon? Weil oben, wo wir den Stein hingetragen haben, da ist doch auch noch was. Ich weiß jetzt nicht, ob da nur ein Item ist. Oder nicht. Auf jeden Fall ist mein Part jetzt zu Ende von der Laufzeit her. Deswegen kann ich schon mal ankündigen, ich werde jetzt mal offscreen gucken, wo noch ein Item ist. Ob das jetzt hier, wo ich gerade bin, weitergeht oder ob hinten beim Stein noch was ist. Dann zeige ich euch das noch. Und dann werde ich ein paar Level machen. Also nicht viele. Von den Trainern her geht's ja, wenn sie viele Pokémon haben. Aber wenn sie nur ein Pokémon haben, dann ist es echt knackig. Und die Liga ist nochmal stärker. Hey, das geht nicht. Flügelschlag. Und weg. So, dann wird... Oh, wie unnötig. Dann wird Gelb höchstwahrscheinlich... die Siegestraße abschließen und dann müssen wir uns mal beraten, was machen wir wegen der Liga. Ihr werdet es ja demnächst auch wissen, genau wie wir. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Feuerrot Edition.